So, hier sind wir wieder. Wir waren gerade auf einer Reise hinten und wir haben herausgefunden, dass es tatsächlich noch da hinten Loot für uns gibt, ne? Titan, was haben wir hier eigentlich? Iridium. Iridium brauchen wir viel davon. Wir brauchen auch hier. Komm, schalt uns frei. Was bekommen wir? Taschenlampe T2, super. Eine neue Nachricht. Rally, ich habe gelesen, dass man mehr Erfolgschancen hat, wenn man seine Basis in der Höhe baut. Aber ich kann mir nicht im Moment sicher sagen, warum. Wenn man es schafft, den Planeten ausreichend zu erwärmen, sollte ein Höhlen zugänglich werden, wenn das Eis schmilzt. Genau, da hinten war auch das Blaue, das Osmium, glaube ich, hieß. Oh, wir haben so viele Samen. Oh, nach Super Alloy. Man kann sogar das hier drin benutzen, Alter. Ich brauche mehr Schränke. Genau, ich laufe nochmal hinter. Ich laufe mal alles hier. Oh, Biodom. Können wir auch bauen. Das wird uns dann massiv helfen, wenn es dann um Sauerstoff generieren geht. Wir bauen dann einfach alle Dinger um. Alle von den Biotubes T2, die wir bauen, die alle in T3 umbauen, einen Biodom hin. Und das sollte es ordentlich hier Grasstreu der nächste. Wir sollten eigentlich die hier bauen. Ah, shit, Digga. Ja, nicht schnell genug, Digga. Das Spiel ist. Oh, shit. Lass das Zeug da. Das Zeug mit. Ja, wir haben hier endlich wirklich schickes Zeug. Ich bin gerade am Nachlegen, wieso überhaupt die T3 hinstellen, wenn so ein Grasstreuer doch 10-mal krasser ist. Oh, fuck. Ne, ehrlich, warte, hier. So eine T3 macht 13 Sauerstoff die Sekunde, ne? Und so ein Grasstreuer macht 108 Sauerstoff die Sekunde und macht doch noch Pflanzen. Aber ich muss die platzieren, weil ich die anderen ja nicht, ne? Leere mal sammeln. Hier, mit den Samen kann ich das machen. Aber nicht mit denen, ne? Muss ich aufpassen. Ich habe halt nicht so viele von denen. Also ich muss so ein Grasstreu machen, aber auch weitere Dingstubes. Das gewiss. Uran. Iridium zweimal. Kobalt hier. Kobalt müsste ich eigentlich im zweiten Dings wieder zurückgeben. Was habe ich hier? Alu. Eisen. Fuck. Falsche Tastenkombination. Hier schalte uns was frei. Großes Wohnmodul. Das ist. Ah. Ja, das große Wohnmodul. Wo ist es hier? Zweimal Superlegierung. Ich glaube, weil das sind dann eh die Viecher. Ich würde die dann abbauen. Nein, 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 das wollte ich. Na, scheiße. Ja. Brauche ich für das große einfach zwei Super. Oh, shit. Gib bei mir zwei Super. Großes. Nein, Titan habe ich. Komm. Mach mir endlich so, wie ich es möchte. Ja. Geht doch. Wie viel kostet noch eins? 3 Titan, 2 Super. 3 Titan, 2 Super. Ja, und ich verbrauche meine Superlegierung hier sofort wieder. So, let's go. Keine Ahnung, die hätten das hier irgendwann mal entfernen sollen und hier ist eine Lücke anscheinend. Deswegen kann es hier reinregnen, weil das wahrscheinlich nicht als
Raum anerkannt wird. Geil, oder? Die müssten auch noch so ein 3x3 und 4 und 5x5 machen mit den neuen Ressourcen. So größere Räume grundsätzlich. Die müssten das aber dann besser anstellen als hier. Okay, wir machen erstmal uns einen Tisch. Zwei Eisen, genau. Der Tisch wird nicht hier sein, sondern der wird hier stehen. Hier steht der Tisch, genau. Sagt der Junge. Das hier bauen wir ab und stellen wir neben dir hierher, damit das auch noch einen Sinn hat. Dann stellen wir uns diese großen Monitore hier an die Wand. Aber so anengeln, wenn es geht. Genau, damit er so angewinkelt ist. Ungefähr auf derselben Höhe, selbe geneigt, auch nach innen geneigt. Genau, so möchte ich es haben. So, so ein Tisch. Ohne Raketenstation. Müsste ich mir eigentlich auch noch bauen. Digga, so viel Zeugs zum Tun, Alter. Eisen brauche ich eigentlich. Oh, ich kann die schon farmen. Okay, das hier zum Anlocken. Das setzen wir mal hier so hin. Strom. Machen wir hier. Und Nachrichten brauche ich Silizium. Komm, lass mich nicht runter. So. Und dann stellen wir uns die Dinger hier hin. So, und der Dildo kommt so rein. Sieht doch geil aus, oder etwa nicht? So eine Kommandostation, so eine kleine. Und noch so ein Stuhl, zweimal Stoff. I know, es ist Verschwendung, aber es muss sein. So. Genau, das sieht geil aus. Leider kann ich mich noch nicht reinhocken, aber es sieht geil aus. Ja, es wird vielleicht ein bisschen umständlich, aber wann benutze ich das Ding hier überhaupt noch? Bett. Tisch, eine Beleuchtung, ein Schrank. Genau, so ein Grasstreuer. Was braucht er? Zweimal Wasser, Magnesium, Alu. Ich brauche also mehr Wasser, ne? Naja, wir haben das Jetpack total vergessen. Und wir müssen nochmal hinter, um Alu zu holen, um Super zu holen, ne? Das sind noch einige andere Sachen, ne? Die müssen so noch so zwei Sachen würde ich mir noch wünschen, wenn sie einfügen würden. Dass du dir einen mobilen Crafter machen kannst, so als Chip rein, ne? Als Ausrüstung, damit du da mobil craften kannst. Und dann diese Craftstation nicht brauchst und das levelst du quasi dann hoch. Um quasi diese neue Dingsstufe auf dem mobilen Teil freizuschalten. Genau, wie viel braucht das Ding eigentlich? 2. Genau, und dafür brauche ich noch 2 Magnesium, 2 Alu. 2 Alu. Magnesium werde ich auch langsam low. Und die Lirma-Samen, ne? Hier habe ich 2. Grasstreuer. Das möchte ich, dass du ganz weit weg bist, von wo ich jemals bauen werde. Hier möchte ich. Und dann mehr von den T3ern, ne? Aber erstmal schaue ich, wie viel Lirma-Samen ich habe.
Dann baue ich gleich so viel, wie ich kann. Ich habe hier noch ein. Hier habe ich noch ein und da habe ich noch ein. So, hier tue ich erstmal die hin und hier tue ich das hier hin. Ansonsten passt das. Das heißt eigentlich noch drei von den Dingern. Das heißt, ich brauche noch ich brauche noch zweimal. Oh, es fängt an zu regnen. Ich dachte als erstes blaue Atmosphäre. Und ich dachte, der Regen kommt dann erst später. Wir brauchen mehr Magnesium. Deswegen nehmen wir Magnesium mit. So, Wasser. Ja, das fühlt sich richtig geil an, wenn man jetzt so wird, ja, schneller unterwegs ist und richtig viel Sauerstoff hat, ne? Fühlt sich richtig geil an. Man fühlt den Progress definitiv. Oh, hier liegen so Sachen drum. Keine Ahnung, was hier passiert ist, aber es ist ja, es backt hier quasi durch. Ob hier so sieht, so Particles und sowas. Ne, was brauche ich jetzt eigentlich dafür? Alu bräuchte ich dafür noch. Habe ich das T2er? Ja, habe ich. Die Abbaugeschwindigkeiten, aber ich habe T2, ne? T3 kostet was? Ah, Silizium und Alu. Nicht Silizium, sondern Super. Super und Silizium. Oh, Silizium auch low. Genau, jetzt kann ich noch mehr von denen platzieren. So, hier einer hoch. Und mir fehlt Aluminium und ich habe auch wieder keinen Strom mehr. Also darf ich erstmal noch mehr von den Solarpanel platzieren. Was braucht ihr? Alu, Kobalt, Silizium. Silizium, Kobalt. Digga, was habe ich hier hingekleistert? Und Alu. Noch Eisen eigentlich auch noch, ne? Aber zwei. So, hier der nächste. Magnesium. So fehlt mir nur so viel von dem Scheißdreck. Immer noch kein Strom? Wobei, doch, die Heizungen laufen. Strom ist also wieder da. Digga. Ja, Magnesium und Silizium ist wieder bei uns näher am Abfallen. Muss man so viel graben, wie es nur geht, ne? Ja, ich bin auch nur noch am Farmen. Das sollte ich eigentlich auch aus dem Video schneiden. Dann dauert es nur unnötig lang, ne? Such mir etwas Silizium. Hier ist Silizium. Eisen und Kobalt. Das nächste muss aber noch, ja, Eisen. So, zack. Können noch eins platzieren. Damit wir genug Strom haben, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viel die Dinge eigentlich kosten an Strom. Das müsste eigentlich passen. Ne, so viel habe ich doch gar nicht gebaut, ne? Habe ich noch einen Lirma-Samen überhaupt? Ja,
ich habe noch zwei. Scheiße. Ach du Scheiße. Magnesium und Alu. Alu, Magnesium. Ja, okay, ich kann auch zwei bauen. Aber trotzdem, ich denke so, what the fuck? Wie viel Strom verbrauchen die Scheißdinge eigentlich? Was fehlt mir jetzt? Wasser. Es fehlt mir Wasser. Von allen Dingen, was mir fehlt. Lass mich durch. Digga. Aber die ersten Grünflächen, da kommt wahrscheinlich das Wasser auch schon langsam drauf rein. Hier. Also Energie, Wachstum, Pflanzen und Sauerstoff. Okay. Dann kann ich von den T3er noch ein paar bauen. Noch ein paar, wie heißt das, Heizungen. Ja. Was brauche ich hier für Silizium? Hallo. Wärme. Ja, wir haben die Heizung T3 freigeschaltet. Aha. Alu, Silizium und der Stab. Wo ist Iridium? Hier ist Iridium. Haben wir genug? 9, ja, wir haben genug. Was brauche ich noch dafür? Ein Silizium und ein Alu. Digga, ich habe kein Silizium. Neue Mitteilungen, aha. Was jetzt? Digga, wie selten das Scheißzeug geworden ist. Blumentopf, aha. Das finde ich überall Eisen, Digga, den Rest nicht. Okay, komm, zu einer der Episode gucken wir noch, was da hinten ist. Hier, alles da rein, let's go. Schauen wir, wir laufen einfach hinter zur Basis, gucken, ist da noch was oder nicht. Wenn es nicht ist, dann passt. Oder halt nicht. Wenn wir zurückgehen, dann gucken wir, ob wir ein bisschen Superlegierung auf der Oberseite finden. So, mal sehen. Nach oben. Ja, wir haben hier ein bisschen was. Oh ja, Superlegierungen. Scheiße, viel Alu. Scheiße, viel Uran. Ja, Digga, ja. Wir haben noch so einiges zurückgelassen. Und wir müssen noch einen Trip machen. Aber ich glaube, ich beende die Episode gleich nicht, dass ich so hart überziehe wie letztens. Nach das Ganze offline quasi. Sag euch dann Bescheid, wenn was ist. Und hier kann ich jetzt da durch. Ja, jetzt kann ich da durch. Geil. So, jetzt fliegen wir so durch. Wir sind jetzt bei 19 Minuten. Komm. Da war auch noch Essen, Digga. Das brauchen wir auch noch, weil wir die Food Grow, wir haben noch nicht genug davon. Ein so eine scheiß Aubergine füllt nur ein Drittel von meiner Hungerbar. Ist gar nicht gut. Wir haben nur zwei Maschinen. Es dauert auch, bis die wachsen, also sollte man so ein paar 10 Stück oder so von den Dingern eigentlich rumliegen haben. Und zwar nur von der Aubergine, ne, die man was zu essen hat. Dann braucht man ja noch Pilze für das andere Zeug und die anderen Pflanzen wie Bohnen oder so, Digga. Also eigentlich
Das nehmen wir mit. Okay, wir nehmen die Samen mit. Stoff, das Essen, das kann hier bleiben. Und auf den Rückweg nehmen wir einfach Zeugs mit, was wir hier oben finden, ne? So machen wir das. Ich hätte Silizium einfach da gelassen. Da sind welche. Da ist eins, da hinten ist eins. Da ist eins. Die sind jetzt komisch, die sehen jetzt so blau aus, ne? Da ist eins. Da hinten liegt eins. Die Frage ist, wie komme ich da nur rüber? Ah, hier. Oha. Shit, wir haben schon Inventar voll. Da ist aber auch noch eins. Da auch. Da hinten auch. Das heißt, vier. Vier Super-League-Legierungen bereits gespottet, Digga. Müssen noch mehr Farmen gehen. Ich weiß, wir sind jetzt bei 21 Minuten, aber komm schon. Wenn wir so wenig Inhalt machen, im Sinne von, wir laufen nur hin und her. Weiß nicht, vielleicht ist das ja Inhalt. Aber für mich ist das ja, naja, so ist nicht wirklich unterhaltsam. Dann können wir auch überziehen, ganz ehrlich. Wer keinen Bock hat, der springt halt zum nächsten Video. Viel wird nicht passieren. Wir verlagern das Ganze einfach nur. Ah, so. Ich erinnere mich, ich habe hier zu den Superlegierungen auch Scheiße. Nein, habe ich nicht. Ich würde schon sagen, dass ich Scheiße dazu gelegt habe, aber. Nee, Uran. Mit Iridium habe ich ja jetzt gar keins mehr. Was macht das hier? Sollte nicht hier sein, da Kobalt haben wir anscheinend auch nichts mehr. Langsam dedizierten Samenschrank und das Ganze, ne? Es wird nämlich langsam knapp. Hallo. Ja. Ja, komm. Drei. Nee, ist nicht genug. Es ist nur genug für einer mehr. Heißt, es wird langsam kritisch. Na, 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 lassen wir es mal. Hier sonstige. Sonstige. Alles hier. Okay. Dann das andere noch holen. Keine Ahnung, gehen wir danach nach oben? Um die vier Superlegierungen noch zu holen, ist das wert für vier Stück? So, ja, die Dinger sind eigentlich scheiße, super selten, aber trotzdem. Du brauchst halt manchmal drei Stück davon in einem Rezept. Wobei das ist auch ein, oha, ein Grund mehr, die Dinge einzusammeln, ne? Hier ist aber. What the fuck? Ja, ich muss noch ein bisschen mehr holen. Das wird jetzt ein bisschen eine längere Episode, wo ich ein paar Sachen noch erledigen muss. Ich fahre noch ein bisschen. Das wird lang. Aber ich glaube, das passt schon. Ich sollte mal von der Seite einen Eingang machen. Ich glaube, das wäre auch sehr sinnvoll, ne? Damit ich wenigstens von der Seite kommen kann und nicht direkt hier. Dann hätte ich direkt hier einen Eingang bei Dings und dann kann ich die Schränke hinterführen. Was kostet so ein Ausgang?
Zwei Eisen-Titan-Silizium, okay. Hallo? Was kostet die Tür? Eisen-Titan-Silizium. Eisen habe ich auch wenig. Titan. Silizium, mein letztes. Oh ja, wir müssen farmen gehen. Wir müssen farmen gehen. Uran. Wir haben noch eine Super. Wir haben Iridium. Wir haben Sonstiges. Nein, Sonstiges. Die nächsten. Let's go. Was mache ich? Was mache ich? Blueprint Pinning. Wirklich das Anheften des Handwerkssets. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, dessen Rezept zu anzuheften. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um das Problem zu löschen. Ja. Oh, ich brauche Osmium dafür. Shit. Alu-Silizium. Super. Aber Silizium habe ich nicht mehr. Ich habe gar nichts. An Silizium, ne? Digga, früher war das hier im Überfluss, jetzt ich kaum welche. Ich keine Ahnung, was los ist mit mir. Dass ich die Dinger manchmal nicht finde oder so. Ich fliege falsch, ich suche an den falschen Orten. Ich übersehe es, ich habe keine Ahnung, Digga. Magnesium, Titan hatten wir auch kaum was. Kobalt hatten wir gar nichts. Ja, ich muss farmen. Endlich wieder Silizium. Eisen hat mir auch nichts mehr. Kann ich eigentlich auch mitnehmen. Eis, was zu trinken. Eisen, Silizium, Silizium, Inventar voll. Warte. Zack, und los geht's. Zurück nach Hause. Bei 28 Minuten sind wir, Mann. Keine Ahnung, ich würde recht früh mit den Kernreaktoren anfangen. Damit ich gescheite Energie habe, mal. Ah, ich laufe einfach hinter und schaue, ob ich in die Osmium-Hölle schon komme. Biolabor. Ich habe das andere noch nicht einmal freigeschalten, Digga. Oh, das ist Silizium. Es gibt noch so viel zu tun, Mann. Magnesium. Hier hatte ich auch kaum wieder was, Digga. Nein. Titan. Kobalt hatte ich keins, ne? Ja, nichts. Komm, wir gehen jetzt hinter und schauen, was mit der Osmium-Hülle ist. Ah, ich sehe noch kein Wasser. Ah, ich glaube, das kommt noch, oder? So. Alter, ist das steil hier. Also man kommt an manchen Orten, F4 war es nämlich, ne? Also ja, man kommt durch, ne? Wo ich eigentlich nicht sollte. Noch ist das Schwefel.
kann ich mir endlich die Sachen da anpinnen, ne? Ich nehme erstmal so viel, wie ich kann. Das war eigentlich der nächste Teil. Wer ist denn das? Wann schmilzt das? Schmilzt bei 500. QK? Keine Ahnung, Digga. Ich kann das nicht lesen. Na, kein Links. Das war's also. Also ein bisschen Osmium konnte ich ja beuten. Aber das war jetzt auch jetzt nicht die Welt, ne? Oh. Das ganze Eisen und die Materialien und noch eine Crafting Bench. Ja komm, nehmen wir mit. Brauche ich sowieso. Scheiß viele Materialien. Ich muss noch gucken, ob ich unten irgendwas gelassen habe. In der ersten Base da. Nicht, dass da was liegt, was ich noch bräuchte. Dass ich das vergesse für den Rest des Playthroughs. Digga, wir sind schon bei 31 Minuten. Okay, ich mache einfach die nächste Episode an.